Mein Name ist Tina Schmidt-Kindl. Ich bin bei ZSR und bin Projektleiterin für Kundensportfahrzeuge. Und in meinem zweiten Job bei BMW bin ich Instruktorin bei der BMW Driving Experience. Jetzt in dieser Rollstuhlsituation bedeutet es Freiheit, weil ich sage, wann ich von A nach B fahren möchte. Und dadurch, dass ich diese Instruktorentätigkeit habe und den Teilnehmern auch diese Souveränität im Straßenverkehr vermitteln kann, habe ich das Gefühl, ihnen etwas mitzugeben für ihr tägliches Fahrerlebnis, dass sie sich sicher durch den Straßenverkehr bewegen können und gleichzeitig Freude am Fahren verspüren. Als ich dann die gesehen habe, welche technischen Möglichkeiten dazu führen, dass jemand, der im Rollstuhl sitzt, tatsächlich auch Auto fahren kann, habe ich mit der Driving Experience drüber gesprochen und unsere Chefinstruktorin, die war total begeistert und die hat gesagt, super, mach mal, wie kann das überhaupt funktionieren? Und so habe ich dann das Konzept dafür erstellt. Wir brauchen ja Handbediengeräte in den Fahrzeugen. Und unsere ganz normalen klassischen Fahrertrainingsfahrzeuge sind natürlich für Fußgänger ausgestattet. Also ging es erstmal darum, wir müssen die technische Basis schaffen. Und die technische Basis bedeutet, wenn du 4, 5 Autos umbauen möchtest, dann brauchst du Geld. Und dann bin ich losgegangen und habe Schirmherren im Unternehmen gesucht. Das war erstmal die BMW Bank, dann konnte ich die Kommunikationsabteilung, AK, gewinnen und dann auch noch den Chef der BMW M GmbH. Und das sind die drei Schirmherren, die dieses Training massiv unterstützen. Wenn Menschen so aufgeladen sind, so emotional aufgeladen sind, dass die mit so einem Lachen, mit so einem, ja, mit so einer Freude im Gesicht von der Fläche von der Fläche rollen, in unserem Falle, dann ist das einfach, das ist toll. Ich habe einen unverbesserlichen Optimismus mit in die Kinderwiege gelegt bekommen. Ich glaube, das ist etwas, da kann ich einfach nur dankbar sein dafür. Gleichzeitig, glaube ich, ist es, weil ich mit Menschen zu tun habe, weil ich mit unseren Produkten zu tun habe, immer den Kontakt habe zur neuesten Technik und diese Verbindung herstellen darf. Das heißt, ich zeige unseren Teilnehmern, wie sie mit unseren Produkten umgehen und wie sie sich souverän im Straßenverkehr bewegen können. Also für mich ist es Freude am Fahren, vermitteln und erlebbar machen. Und das ist das, was so Spaß macht. Weil ich unheimlich viel Freude am Autofahren verspürt habe. Ich sage jetzt mal, der Anfangspunkt, der Anfangsvirus davon ist gesetzt worden, weil mein Vater gesagt hat, wenn du einen Führerschein gemacht hast, dann machst du dann danach auch so ein Fahrradtraining. Und ich war so begeistert. Ich fand das so toll und bin abends nach Hause gekommen. Papa, du musst jetzt auch anders im Auto sitzen und das muss und so und die Hände gehören dahin ans Lenkrad. Und das hat so einen Einfluss auf mich genommen, weil ich gemerkt habe, dass es gut gewesen, was ich an dem Tag gelernt habe. Und das habe ich tatsächlich auch in mein tägliches Fahren selber auch mit übertragen können. Meine Idee wäre, den nächsten Step in Richtung Rennstrecke zu machen. Dieses Einsteigen, auf der Rennstrecke zu fahren, Ideallinie zu fahren, das wäre so für mich so der nächste Step. Jetzt würde ich wahnsinnig gerne die Patentlösung dafür wissen, wie ich Rollstuhlfahrer erreiche, dass sie von diesem Training erfahren. Ja, das beschäftigt mich tatsächlich sehr, sehr stark. Ignition. Lift off. We move body, heart and mind.